So Leute, Danny's wieder da mit Let's Play Banjo-Kazooie und zwar mit Freezeezy Peak. Und bevor ich jetzt weiter Zeit verliere, fange ich auch direkt an. Aber an dieser Stelle erstmal eine mehr oder minder kleine Entschuldigung, da ich Geburtstag hatte und so weiter, ist es mir nicht möglich gewesen, großartig Videos aufzunehmen. Ich hätte es gerne gemacht, aber ich glaube, ihr könnt das nachvollziehen, dass wenn man Geburtstag hat, dass man da nicht unbedingt die Böcke drauf hat, das Video aufzunehmen. Und ich hoffe mal, das ist nicht so schlimm. Oh, ihr Papa ist schon so lange weg. Oh mein Gott, nein, die Welt geht unter. Die Noten wollte ich aber nicht verpassen. Und da ist auch ihr Vater, Boggy, der Bär. So. Ja. Ich würde sagen, wir holen uns erstmal den letzten Move des Spiels. Und zwar ist der hier. Die Königin der Lüfte. Yay! Wir werden die Königin der Lüfte. Das finde ich sehr amüsant. Und von daher könnte das relativ lustig werden. Göttlich, ihr habt alle Moves des gesamten Spiels erlernt. Yay! Boggles, Freudian, was weiß ich, ein Schnitzel, ein Kotelett, ein Hamster, ein kaputtes Fahrrad, irgendwas. Ey, was soll der Kack? Scheiß Schneemänner. So, und dann wollten wir mal voran machen und euch auch direkt mal zeigen, was der Move kann, und zwar genau das. Dafür ist der Move gut. Er ist eine Attacke, die geradlinig verläuft. Also geradlinig im weitesten Sinne halt von da, wo man hinzielt. Und jetzt wollen wir den Schneemann da killen. Und zwar zielen. Feuertreffer. So, dann wollen wir uns noch den da holen. Das ging nach hinten los. Na gut, was soll's, dann auf ein neues. Wir kriegen die schon noch. Aber erstmal jumpen wir, glaube ich, hier rüber und holen uns mal das Puzzleteil, was wir gerade eben unlockt haben. Und natürlich die ganzen Noten, die hier so rumgammeln. So. Ein Mambo-Token mehr. Damit wären wir dann auch bei 20 angekommen. Und dann wollen wir, ich würde mal so ganz frech behaupten, hier rüber und den Gruntilda-Switch mal benutzen. Dafür brauchen wir auch im Übrigen die Flugplattform, die ich das letzte Mal aktiviert habe. So. Ja, das Wasser ist kalt. Wir wissen's. Heißt ja nicht umsonst Freezeezy. Freezeezy Peak das Level. Sorry, wenn mir die Stimme ein bisschen verkackt. Aber da kann ich im Moment leider auch nichts dran ändern. So.
Ja, das war ein Beispiel dafür, wie man es nicht tut. Ich habe irgendwie heute keinen Aim in dem Level. Das ist unglaublich. Ich muss die Schneemänner aber töten. Ich muss. Ich muss. Treffer, geht doch. So, dann wollen wir zu dem Schneemann da hinten noch mal rüber. Treffer, und jetzt wollen wir den da. Und Treffer. Und damit haben wir noch ein Puzzleteil freigeschaltet. Und zwar auf dem Kopf des Schneemanns. Yay! Und 21 Mambo-Tokens haben wir jetzt auch in unserem Besitz. Da ist eine leere Honigschwabe in dem Schneemann. Deswegen wollte ich den auch töten. Auch wenn der uns jetzt gerade nicht viel bringt. So, dann wollen wir das holen. Und dann springen wir mal schnell hier rüber, holen das Geschenk für eins der Kinder. Dann nehmen wir uns noch die zwei goldenen Federn hier mit, warum auch nicht. So. Nee, lass mich in Ruhe, keine Lust. Wir rennen jetzt mal hier hoch. Und sammeln die Noten und die roten Federn ein auf dem Weg nach oben. Immer schön abwechselnd. Rot ist eine rote Feder, gelb ist eine Note. Sehr praktisch. Und wir sind auch schon fast oben. Und warum leckst du jetzt, Spiel? Spiel, Frame Drop, Frame Drop. Was soll der Kack? Ah, schon besser. So. Ich glaube, den Schlitten können wir noch nicht benutzen. Ich weiß nur, dass hier noch ein Puzzleteil drin ist, in der Pfeife. Und hier oben auf der Nase von dem Schneemann noch ein Geschenk ist. So, und dann wollen wir noch hier hoch. Und uns das Puzzleteil hier einsacken. Und damit wären wir dann auch schon bei 3 von 10 Puzzleteilen in dieser Welt. Ist ein ganz ordentlicher Schnitt, würde ich mal so behaupten, dafür, dass wir noch nicht so lange hier in dem Level drin sind. Und dann wollen wir hier rumlaufen. Und die Noten einsammeln. Und dann wollen wir hier runter. Und jetzt muss ich gerade gucken, wo der Besen ist. Der ist hier drüben. Denn den blauen Jinjo, den hätte ich auch ganz gerne. So, dann jumpen wir hier rüber. Ach, das geht tatsächlich mit dem Schlitten. Es geht auch ohne. Ja, und da haben wir ja, den Bären gerettet. Ich habe schon den Namen wieder vergessen. Verdammt, bin ich blöd. Aber was soll's? Bär ist gerettet. Und noch ein Puzzleteil mehr in unserem Besitz. Und damit sind wir bei 4 von 10.
So, wo wollen wir denn als nächstes hin? Lasst mich überlegen. Lasst mich überlegen. Wir wollen, glaube ich, als nächstes wollen wir erstmal die Noten hier einsammeln. Dann wollen wir... Ja, dann wollen wir, dann wollen wir. Dann wollen wir. Dann wollen wir dahin. Das Mambo-Token aufsammeln. Und dann wollen wir hier lang. Die Noten aufsammeln. Und das Walross lassen wir erstmal in Ruhe. Das rennt nämlich... Ja. Ein böser Bär. Das rennt nämlich sowieso weg, sobald es uns sieht. Und dann nehmen wir mal das Extra-Leben hier mit. Und die goldene Feder. Und dann gehen wir, glaube ich, als nächstes mal in den Weihnachtsbaum. Ich weiß zwar, dass man hier ein Puzzleteil kriegt, wenn man was macht, aber das will ich gerade noch nicht machen. Ich will nämlich erstmal in den Weihnachtsbaum. Und zwar will ich hier hin. So, und jetzt will ich hier hin. Oder auch nicht. Ja, und das ist das letzte Geschenk, was uns dann letztendlich zu einem weiteren Puzzleteil führen wird, das ich jetzt auch mal abholen gehe. Und zwar hier oben. Und dann hier drin. Ein rotes Geschenk, ein grünes Geschenk und ein blaues Geschenk. Ja, ein Geschenk. Und wir kriegen ein Puzzleteil dafür. Yay. So, und damit haben wir dann auch schon die Hälfte aller Puzzleteile eingesammelt. Und jetzt machen wir uns auf den Weg woanders hin. Und zwar hier hoch. Hier ist nämlich Boggles, oder wie er heißt. Boggles der Bär. Der will ein Schlittenrennen mit uns machen, allerdings... Ja. Wir passen nicht auf den Schlitten. Ich fahre nur gegen einen kleineren Gegner. Was sagt uns das? Das sagt uns, wir sind zu fett. Das sagt uns, nein, das sagt uns was anderes. Das sagt uns, dass wir mal Mr. Mambo Jumbo einen Besuch abstatten sollten. Und mal gucken, was der so Schönes für uns hat. Eine Verwandlung für 15 Mambo-Tokens. Und einen Jinjo in seinem Haus und ein paar Noten, die ich gesehen habe. Ah! So. Und dann verwandeln wir uns mal für die 15 Mambo-Tokens. Das war übrigens jetzt die vorletzte Verwandlung im Spiel. Die letzte kommt noch.
Und wir wurden in ein Walross verwandelt. Was sagt uns das? Wir hatten doch vorhin ein Walross, das Angst hatte vor dem Bären. Hm. Vielleicht sollten wir mal dahin gehen. Aber vorher... Vorher... Gehen wir erstmal hier rüber und sammeln die restlichen Noten in dem Level hier ein. Damit wir auf unsere 100 Noten kommen. Und auch hier mit einer perfekten Score an Noten aus dem Level gehen können. Tada! So, und damit hätten wir dann die 100 Noten, wie gesagt. Uns fehlt nur momentan in Gobi's Valley die 100 Noten. Und ja, die leeren Honigschwaben fehlen in ein paar Leveln, aber die kann man im Nachhinein noch holen. Da kann man dann noch, also ich kann da dann noch ein Video im Nachhinein machen und zeigen, wo die alle sind. Aber erstmal holen wir uns das Puzzleteil hier ab. Ja, nimm dich in Acht vor dem stinkenden Bär und dem doofen Vogel. Hm. Wir sind aber der stinkende Bär und der doofe Vogel. Aber wir wollen trotzdem zu dem Walross rein. Denn... Wie man unschwer hören kann, befindet sich da oben ein Jinjo. Die Location wollte ich euch nur mal zeigen. Drankommen tun wir so allerdings nicht. Wo wir allerdings hinkommen, ist hier. Und zwar ist hier die zweite leere Honigschwabe des Spiels. Also des Levels eher so. Und damit hätten wir dann hier auch beide Honigschwaben gefunden, was schon mal ein guter Satz ist. Wir haben 100 Noten, beide leere Honigschwaben und ich glaube 6 von 10 Puzzleteilen. Lasst mich nicht lügen, ich muss nachgucken. Ja, 6 von 10. 4 sind noch übrig und ich weiß, wo alle 4 sind, beziehungsweise was man dafür machen muss. Zum einen sind das die Jinjos, zum anderen... Wie viele Jinjos fehlen überhaupt noch? Verdammte Axt. So, als erstes... falsche Seite. Als erstes machen wir jetzt aber mal das Rennen gegen... Boggles. Und... Dann gucken wir mal weiter, was wir danach noch so Schönes anstellen, weil gegen Boggles muss man dann zweimal antreten. Ja, traurig, aber wahr, man muss zweimal gegen den Bären antreten in einem Rennen. Aber das soll uns nicht weiter stören. Kollege Walross, Lust auf ein Rennen? Oh, klar, why not? Super, jetzt musst du nur noch den Schlitten durch die roten Slalomstangen lenken und schneller sein als ich. Alles klar, 3, 2, 1, los! Oh Mann, wegen dem blöden Stuck nach hinten gefallen. Ah, überholt. Oh mein Gott. Gewonnen. Oh, oh, oh Leute. Ah, Herz stehen geblieben.
Ja, ich bin ganz gut in Form. Trotz Duck gewonnen. Mach mir das erstmal nach, du fetter Bär. Moment. Ich habe mich gerade selber beleidigt. Fuck. So, das haben wir. Jetzt wollen wir zu den...